Moin, moin. Ja, ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal hier mit einem neuen Spiel an, Banished. Und ja, dann werden wir mal eine Welt kreieren. Die Stadtname wird sein Wallbruch. Das weiß ich nicht, was das bringt, wenn ich das hier jetzt einstelle. Kartentyp nehmen wir mal flache Ebenen. Eine große Karte, nicht ganz groß, ne? Die Klimabedingungen machen wir mal auf mild, würde ich sagen. Katastrophen machen wir an. Die Startbedingungen. Startbedingungen machen wir auf. Was ist das? Nee. Nee, das haben wir schon Tiere zum Anfang, das wollen wir nicht. Wir gehen auf hart, würde ich sagen. Und dann starten wir mal, ne? Das spielt also in der neuen Welt sozusagen. Wir landen da jetzt mit unserer Familie. Oder mit unserer Truppe an Menschen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns zunächst einmal den ersten Winter überleben. Das ist immer hart genug. Und da sind wir. Dann müssen wir mal eben kurz pausieren und uns den Bildschirm einteilen. Einmal die normale Übersicht hier, Stadtname, dann früher Frühling. Es gibt vier Jahreszeiten und jede Jahreszeit hat drei Stufen. Frühjahr, Sommer, Sommer und später Sommer. Dann sehen wir hier, dass 12 Leute, so viel haben wir momentan, kein Zuhause haben. Wir haben 8 Erwachsene und 4 Kinder. Und hier sehen wir halt, wie viel wir an Holz haben, wie viel wir an Brennholz haben oder an Brennstoff hier, wie viel Nahrung, Luxusartikel, das kommt später, Dry Goods, was auch immer das ist, Medizin. Hier haben wir Materialien, was weiß ich, Glas und alle möglichen Sorten. Stein, Eisen, Holz, das sind eigentlich so die drei grundlegenden Baumaterialien. Wie viele Werkzeuge wir haben und wie viele Klamotten. Die haben wir also praktisch in unserem Handkarren hier mitgebracht. Damit starten wir. Und das haben wir zum Anfang zur Verfügung. Jede Person verbraucht 100 Nahrung pro Jahr. Und da müssen wir sehen, dass wir da mal genug von haben, weil das geht manchmal rapide schnell, dass wir keine Nahrung haben und dann sterben uns die Leute ratzfatz unserer Hand weg. Und hier sehen wir die Zufriedenheit, hier den Gesundheitsstatus der Leute und hier die Wetterbedingungen. Wir haben jetzt 34 Grad momentan. Gut, ja, das lassen wir. Hier haben wir dann unseren Ereignis. Bricht hier eine Minimap und dann haben wir hier unsere Berufe. Da nehme ich immer ganz gerne auch, wenn es ja, zum Anfang können wir vielleicht auch einen kleinen nehmen. Ich glaube, der ist besser. Und zum Anfang haben wir eh nur Arbeiter, die machen praktisch alles. Wenn man jetzt irgendwie sagt, hier fällt das Holz, dann machen die Arbeiter das und dann kann man hier die Berufe festlegen, wie viele Leute in den einzelnen Berufen arbeiten. Okay, dann haben wir hier noch unsere Ressourcenlimit. Die packen wir hier hin. Da können wir festlegen, wie viel die ansammeln sollen. Das stelle ich eigentlich immer gleich auf relativ hoch, weil ist ja egal. Auch wenn wir bei Weitem so viel noch nicht zusammenkriegen, aber dann haben wir da erstmal keine Probleme mit. Dass die dann nachher sagen, wir haben jetzt unsere Grenze erreicht und dann lagern die nichts mehr ein, deswegen lassen wir das so. Okay. Gut. Dann machen wir mal einen kurzen Blick hier auf die Karte. Hier fließt der Fluss. Dann ist ein kleiner See. Und hier, dann fangen wir mal an mit, bauen wir zunächst einmal einen kleinen Stockpile.
Also praktisch ein Lagerplatz, wo die Leute alles raufpacken. Man kann auch spezialisierte machen, wo die nur Steinlager, nur Holz, aber das kommt alles später. Jetzt bauen wir einfach erstmal einen ganz normalen, wo die alles ablagern, was ich denen jetzt sage, was sie sammeln sollen. Und dann fangen wir mal an, einfach alles hier in der Umgebung einzusammeln. Hier Eisen, Stein, Holz, alles was wir finden, erstmal schön sammeln. Und dann bauen wir jetzt auch gleich mal, also im pro Haus kann immer, ich glaube, eine Familie, das heißt zwei Erwachsene und dann plus die Kinder, bräuchten jetzt theoretisch, das sind vier Familien, ne? Ja. Also vier Häuser. Zur Not wohnen da, glaube ich, auch mehr drin. Ich weiß gar nicht genau, wie viel da rein. Und hier haben wir alle möglichen Sorten von Häusern. Was weiß ich, hier ein Saltbox-Haus, was immer das ist. Ein rustikales, kleines Häuschen. Das sind so hier die Standard. Holzhaus und war mit das Steinhaus. Das Steinhaus verbraucht weniger Brennholz, also man braucht auch Brennholz oder später kann man auch Holzkohle herstellen. Wir fangen mal mit den Holzhäusern einfach an. Können wir drehen oder verschiedene Ansichten nehmen. Das setzen wir mal. Wo setzen wir das hin? Egal erstmal, oder? Wir können nachher immer noch umbauen. Setzen wir erstmal zwei Häuser, würde ich sagen. Bisschen Abwechslung reinbringen. Bauen wir hier so eine kleine so. Gut. Dann müssen wir dafür allerdings auch einer, also ein Bauarbeiter sozusagen, die braucht man, um die Gebäude dann zu errichten. Und dann starten wir mal. Wir können aber auf Stufe 2 gehen, denke ich mal. Guck, jetzt fangen die an hier zu arbeiten. Hier das Kind. Name Hostalin, der macht natürlich nichts. Da kann man dann später auch eine Schule bauen, damit die besser ausgebildet werden. Dann sind das nachher bessere Arbeiter. Können mehr tragen und länger ohne längere Strecken laufen, ohne dass sie zurück müssen zu ihrem Haus, wo die dann die Nahrung praktisch lagern. So, diese Handkarren, den wollen wir auch möglichst schnell ersetzen. Das heißt, da brauchen wir dann irgendwie ein Lagerhaus. Und was ganz wichtig ist, wir haben zwar jetzt noch genug Nahrung, aber das wird gleich sich rapide verändern. Und deswegen werden wir jetzt als erstes mal eine... Hier kann man grundlegen, also hier kann man einen Jäger, der jagt dann in der Umgebung, dieser Kreis, alles was in diesem Kreis ist, jagt er dann an Tieren und dann gewinnt er da halt Fleisch und auch Felle und so. Und am besten sind eigentlich zum Start immer so die Fischerhütten hier, Fishing Dock. Natürlich ein bisschen blöd, dass das alles auf Englisch ist, aber ja, den setzen wir. Also dieser Kreis, je mehr Wasser dieser Kreis umfasst, desto effektiver ist der. Aber zum Anfang, denke ich, werden wir den einfach wahllos hier, relativ wahllos platzieren. Hier so am Rand, das sieht doch gut aus. Ich glaube, so ist besser. Okay, man kann jetzt hier, wenn man das anklickt, kann man sich das hier so festnageln und dann sieht man halt, wie viel da noch fehlt. Also 30 Holzstämme, Stein und die Anzahl an... Stunden, sag ich mal, die das brauchen zu bauen. Je mehr Bauarbeiter man hat, desto schneller geht das dann auch. Aber jetzt lassen wir sie erstmal weiter sammeln hier. Wir können eigentlich auch schon eine kleine Straße bauen, damit die ein bisschen schneller laufen. Einfach mal ganz grob hier. Das verbinden einfach. Tragen das jetzt auch automatisch dahin. Ne, da ist noch nichts. Hier, das ist der Bauarbeiter, wer ist denn das? Das ist Morsch. Er ist 17 Jahre alt. Damals mussten die halt schon relativ früh arbeiten. So. Er baut das jetzt noch nicht, weil die halt noch nicht genug
Materialien hingeschafft haben. Wir können jetzt auch sagen, wir können das priorisieren. Das Ding, glaube ich, ist hier. Das heißt, Increase Priority. Dann klicken wir da mal drauf. Wir müssten jetzt auch anfangen, da die Materialien hinzuschaffen. Hoffe ich zumindest mal. Ah, guck, jetzt fangen sie an hier zu sammeln. Brav, und jetzt bringen wir das da hin. Siehst du? Und sobald das voll ist, fängt er an, das zu bauen. Wir könnten natürlich auch schon sagen, wir setzen schon mal ein Lagerhaus. Spezialisierte Warenhäuser, Market Building, Storage Bahn, kleine oder große. Hier so eine Old Bahn. Okay, das kann man nicht upgraden. Das braucht aber auch. Aber das sieht, glaube ich, ganz nett aus, finde ich. Guck mal. Ja, das sieht cool aus, oder? Ich würde sagen, das nehmen wir. Das passt hier neben dem Baum cool hin. Das machen wir. Ach, guck, jetzt entsteht hier das erste Haus. Und sobald das fertig ist, ziehen dann da auch die ersten Leute ein. Was machst du denn hier? Alfred ist playing. Na, bleib stehen. So. Ich glaube, wir brauchen definitiv auch noch mehr Holz. Oder haben wir schon viel festgelegt, was wir abbauen sollen? Können wir hier mal reingehen? Er trinkt da gerade was. Und ich glaube, wir können auch schon sagen, wir brauchen, oder man kann hier verschiedene, wie nennt man das, Förstereien, sag ich mal, bauen, hier dieser Kreis wieder. In diesem gesamten Kreis, wenn ich das da jetzt bauen würde, würde er alle Bäume fällen, die da sind, und auch die Steine langsam abbauen und dann auch gleichzeitig wieder Bäume anpflanzen, sodass man regelmäßigen Nachschub an Bäumen, an Holz hat. Sollte man relativ, oder ich mach's zumindest so, relativ weit weg von da, wo die Stadt sich entwickeln soll. Ich glaube, hier ist das gar nicht mal so verkehrt. Das Ding ist nur, wir können hier keine Straße rüber bauen. Das soll auch so ein bisschen damit. Jetzt nehmen wir doch hier hin. Da ist eigentlich ganz nett. Das machen wir mal. Die werden sie halt irgendwann bauen, wenn es soweit ist. Da können wir schon mal anfangen, eine kleine Straße zu setzen. Ein bisschen schlecht sehen, aber hier, wenn ich jetzt rot, 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 das heißt, hier ist das Ende von dem Haus. Dann können wir anfangen hier. Ah, guck, seht ihr? Da kann man die nicht rüberbauen, die Straße. Oder er zieht die halt außen rum. Das ist ein bisschen blöd. Man kann da auch, glaube ich, einen Tunnel bauen, aber das wäre noch ein bisschen früh. Der hier irgendwo rüber? Könnte da oben drauf lang marschieren, aber. Ne. Dann machen wir das einfach. Dann müssen wir hier halt so ein bisschen rüber krabbeln. Was soll's. So, wie geht's hier? Kann man denn weiter bauen? Machen wir einfach mal gerade so. Genau. Um denen das hier hinten zu erleichtern, wenn die nachher anfangen da zu bauen. Bauen wir hier auch genau gegenüber, da lagert er dann nachher auch sein Holz, einfach mal den Lagerplatz, wieder so ein Stockpile, kommt dahin. So. Wie sieht es denn hier aus? Aha, wir haben auch schon ein Kind geboren, sehr schön. Nee, ist erwachsen geworden, jetzt haben wir einen zusätzlichen Arbeiter gekriegt. Und hier kann man ja später auch upgraden, die Häuser. Hier wohnen jetzt Morrish mit Vern und Alfred. Sehr schön. Und das nächste Haus. Ja, die Fischerei wird auch schon gebaut.
jetzt hier nachher Fische sammeln, dann bringen sie das zu dem nächstmöglichen Lagerplatz. Das wäre in diesem Fall dieser Karren. Sie könnten hier ein kleines Lagerhaus bauen, nur so ein schmales Ding. Setzen wir, glaube ich, direkt gegenüber hin, oder? Direkt hier an die Straße. Oder vielleicht so? Das sieht doch gut aus. So machen wir das. Die Straße ran. So, wie sieht's hier aus? Wir können auch schon mal anfangen. Aha, genau. Das nächste ist also dieses Feuerholz oder ja, wie sagt man, Brennstoff. Fuel. Da brauchen wir zum Anfang erstmal ein Holz. Sag schnell. Meine Güte, Woodcutter. Wo haben wir das hier? Logging. Ach nee, das war grundlegend. Wir brauchen irgendwo einen verarbeitenden Betrieb. Hier. Woodcutter. Das wäre der große. Und ich glaube, den nehmen wir auch. Den setzen wir direkt dahin. Und wie immer, kleine Straße dran lang. Und dann kann der da direkt die rohen Balken holen und dann packt er da das gesägte Holz drauf. Sobald das fertig ist, brauchen wir dann auch Leute, die da arbeiten. Die müssen wir dann hier festlegen. Oder halt direkt über das Gebäude. Recht flott, die Jungs. Geht gut voran. Auch schon mal wieder die nächsten Ressourcen festlegen. Hier Stein und ach, guck, jetzt ist das fertig. So, das ist erstmal genug. Und jetzt können wir hier, sagen wir mal, 2, 3, 4. Ja, die sollen jetzt so viel Fisch, wie es nur irgendwie geht, produzieren gleich. Weil, wie gesagt, guck, jetzt sind wir schon nur noch bei der Hälfte aller Nahrung. Weil die nämlich hier in ihre Häuser, was wir brauchen, reinbringen. 240 Kartoffeln und 25 Feuerholz. Oh, hier wohnt nur einer. Ein Fischermann. Fischer. Wenn wir jetzt hier ein Haus bauen würden, direkt ran, dann würden die Leute, die hier als Fischer arbeiten, auch in diesem Haus wohnen. Also es ist immer so, dass das nächst dichte Wohnhaus, freie Wohnhaus dann von denen belegt wird, die in dem besagten Gebäude arbeiten. Das heißt, wir könnten denen eigentlich ein kleines Häuschen bauen. Wollten wir ja eben schon. Wo haben wir es hier? Die kriegen ein kleines Fischerhäuschen. Tiny Shack. Hier kommen her, die kriegen auch ein Holzhaus. Was soll's. Ob wir da noch ein schöneres finden. Hier könnten das noch mal rumdrehen, so, ne? Das sieht gut aus. So machen wir das. Genau. So, jetzt kann man hier raufklicken. Dann kann man hier sehen, wie viel die in der momentanen Jahreszeit produzieren und wie viel in der vorhergehenden. Das ist jetzt 66 Fisch, ja, das wird sich auf jeden Fall noch massiv steigern. Guck, das ist auch bald fertig und dann können wir das hier nämlich Karren wegmachen und dann packen sie alles da in das große Lagerhaus rein. Das macht dann mehr Sinn. So, das ist auch demnächst fertig, dann kommt da auch mal gut Holz rein. Wie sieht's aus? Wir haben keine Steine und auch kein Eisen, also da sind sehr fleißig bei. Das Wichtigste haben wir jetzt erstmal. Dann können wir auch mal ein bisschen Zeit beschleunigen. Mal reinsehen. Da sitzt er am Angeln.
Ups. Gleich ist das Lagerhaus fertig. Oh, hier. Ein kleines Kind wurde geboren. Ich schätze mal, ja, hier. Levanti. Sehr gut. Können wir schon fast drüber nachdenken, eine Schule zu bauen, ne? Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber je eher man das macht, desto besser sind nachher, wie gesagt, die Ausgebildeten. Sobald sie erwachsen sind, sollte man auf jeden Fall machen, eine Schule bauen. Ach ja, Holzcutter. Cutter, cutter. Cutter, cutter. Werkzeuge, sobald die ausgehen, arbeiten die wesentlich uneffizienter. Also man muss auch sehen, dass man möglichst schnell einen Schmied herkriegt, der Werkzeug herstellt, und der Schmied braucht dafür Eisen und Holz. Das heißt, ich denke mal, den könnten wir ruhig schon... Na, warten wir erstmal, nicht zu viel zum Anfang. Und ich da auch schnell verharren. Jetzt geht's hier aber rund. Sind wieder zwei Erwachsene geworden. Haben wir schon 6 Arbeiter. Da können wir gleich... er geht jetzt erstmal zurück. Holt sich was zu essen, schätze ich mal. Wie sieht's aus? 400 Fisch. Jetzt die Frage, ob uns das... Oh, was habe ich denn hier gemacht? Habe ich das ausgestellt? Da, so. Wenn wir hier jetzt so eine Sammlerhütte bauen, sammelt der auch in der Umgebung... Wo haben wir ihn? Hier, genau. Der hat auch wieder diesen Kreis. Und wenn ich den jetzt hier setzen würde... wo kaum Bäume stehen und so, wird der wesentlich weniger Sachen finden als jetzt hier im Wald. Also die kombiniert man eigentlich am besten immer mit dem Holzfällerlager. Aber ich sehe gerade, das ist fertig, und da können wir jetzt zum Anfang erstmal nur ein, das reicht, glaube ich. Oh, jetzt haben wir schon späten Herbst, es wird auch schon Winter. Wir brauchen unbedingt Kleidung und Werkzeug. Hier kann man festlegen, ob er nur fällt oder auch gleich wieder anpflanzt. Das lassen wir so. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes einen Schmied. Der fällt unter... Wo haben wir's? Da. Da gibt es jetzt auch tausende von spezialisierten Gebäuden. Und dann nehmen wir aber den herkömmlichen... Blacksmith. Den setzen wir so ein bisschen außerhalb. Ne? Der macht ja doch auch leer, oder? Direkt rein hier. Ja, das ist zu eng. Könnten wir vielleicht so an die Straße oder so. Ich glaube, da bauen wir ihn hin. Genau, da bauen wir den. So. Festlegen, was wir abbauen. Dann lass uns doch mal hier die Steine und Eisen das alles einsammeln hier. Die auch. Hier die Bäume noch mit weg. So, und die haben immer noch kein Haus. Das heißt, immer wenn denen kalt ist, gehen die immer, entweder haben sie ein festes Haus, da können die sich kurz aufwärmen. Na. Aber auch nur, wenn da Feuerholz drin ist, und das ist momentan. Das ist gleich fertig, dann brauchen wir hier einen Woodcutter. Wo ist das? Unter W wahrscheinlich, ne? Da, ja genau. Das heißt, wir haben immer noch ein paar Leute ohne Haus. Das wird
ich hier gleich noch einen. Ach genau, damit der nicht so weit laufen muss, der hier als Förster arbeitet, kriegt der auch noch ein Haus. Der kriegt aber so eine Holzhaus kriegt er hier, passend zum Wald. Ne? Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht doch nett aus. Wie stellen wir das hin? Stellen wir das direkt daneben oder auf dem Weg hier? Das sieht gut aus, oder? Ja, komm her, da kommt das hin. Gut. Ah ja, hier, der ist fertig. Da legen wir jetzt einen fest. Und jetzt fängt der an, Feuerholz zu machen. So, mal sehen, ob sie hier auch schon... Ah ja, hier packen sie auch schon Sachen rein. Mal müssen jetzt den Fisch hier hinbringen, genau. Sehr schön. Sieht doch schon mal gut aus. So. Soweit so gut. Wir müssen echt aufpassen. Na, Nahrung. Vielleicht sollten wir hier noch so einen Sammler bauen. Der kann dann zusammen hier mit in das Haus einziehen. Das werden wir machen. Wo haben wir das? Raw Food. Kurzer Winter. Ah ja, Late Winter auf Stufe. Die Spielgeschwindigkeit so hoch, das geht so schnell rum. Wo setzen wir den hin? Wo setzen wir den hin? Ich würde sagen, hier. Genau, da bauen wir den hin. Ziehen wir da gleich eine Straße ran. Ah, das Haus ist auch fertig. Da müssten jetzt die Fischer drin wohnen, genau. Kata. Forester und Bilder. So, das läuft. Jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen warten, ne? Wir könnten die eine kleine Straße da hochbauen. Obwohl, das geht auch so. Nee, was hat der denn schon gemacht hier? Guck, er sammelt auch gleichzeitig die Steine ein, die hier in diesem Kreis liegen. Auch ganz praktisch, die sammelt er dann hier. Ich weiß jetzt nicht, wie da Feuerholz hinkommt, aber ja, gut. Die haben manchmal was im Inventar, wenn sie die Berufe wechseln. Das ist auch zufällig festgelegt, wer was macht. Also, ich lege den jetzt, sag ich mal, fest hier als, was weiß ich, als Fischermann. Als Fischer. Und er war vorher, sag ich mal, Arbeiter und hatte gerade Feuerholz in der Tasche, weil die Arbeiter bringen halt auch Materialien hin und her. Wenn die hier Fisch sammeln, da steht eine Kiste Fisch, kommt ein Arbeiter, holt die und bringt die ins Lagerhaus. Und wenn ich in dem Moment dann festlege, er soll jetzt als Holzfäller arbeiten, dann nimmt er das, was er im Inventar mit hat, mit und packt das dann hier ab. Deswegen hat man hier manchmal so komische Sachen, wo man denkt, hey, wie kommt das dahin? Und ja. Genau, hier haben wir Herbs, also das brauchen die, um gesund zu bleiben. Das ist schon runtergegangen. Und da gibt es dann nämlich ein Gebäude. Das müsste ich jetzt mal eben finden. Ich glaube, das ist unter Gesundheit. Genau, ein Herbalist. Medizinmann. Der hat auch diesen Kreis und den setzt man auch am besten mit in den Wald. Also das ist immer so eine Kombination. Holzfäller, der Sammler, sag ich mal, dann dieser Herbalist und dann der Jäger. Das ist mal so ein Waldverbund, sag ich mal. Das Blöde ist halt nur, wenn man den so weit wegsetzt von der Stadt, die laufen dann nämlich zum Kräutermann hier, um sich da heilen zu lassen. Deswegen ist das immer so ein bisschen doof, dass weit weg ist von der eigentlichen Siedlung. Aber das nehmen wir in Kauf. Okay, der kommt dahin. Sehr schön. Der fängt dann bald an, hier die Kräuter zu sammeln. So, Nahrung geht immer noch runter. Ach, der ist auch fertig. Den werden wir auch festlegen jetzt hier. Zack.
So, und jetzt kann man hier festlegen, was er macht. Normales Werkzeug oder Eisenwerkzeug. Dafür braucht er Eisen. Die Frage ist jetzt Iron Ore. Wie ich aus Iron Ore, also Eisenerz, wie ich da dann normales Eisen herstelle, ob ich da einen Schmelzer brauche oder so. Machen wir erstmal normales Werkzeug, das reicht. Und dann brauchen wir auch bald einen Jäger, der Leder und so mit durchs Jagen kriegt. Und dann können wir auch einen Schneider bauen. Das sieht erstmal gut aus soweit. Die Nahrung macht mir immer noch so ein bisschen Sorgen. Es gibt auch immer noch Leute, die kein Haus haben. Das ändert sich ja hier gleich. Okay. Sammeln. Könnten wir hier schon mal anfangen, eine Straße runterzuziehen einfach. So, für die Zukunft auch. Da kann man dann genau, schon mal ein bisschen das Layout der Stadt festlegen. Klar, dann würde ich mal sagen, pausieren wir das Ganze mal und dann, sorry. Ich muss das mal eben hier managen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.